Nur zu dritt sind sie angereist, die No Angels, für ihre Clubtour in Intimate Evening With. Ihr Ziel ist heute das Velvet in Frankfurt, wo schon Stunden vor der Show 300 Fans auf das Akustikkonzert warten. Nadja! Sandy! 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 Nadja! Sandy! Sandy und Nadja. Es war die Vanessa, aber die ist ja nicht mehr dabei. Lucia ist was ganz Besonderes. Also die kümmert sich um die Fans mehr als die anderen. Ja, die Schmänke ist. Ich bin einfach früher von ein paar Freunden so genannt worden. Und dann ganz am Anfang war das meine E-Mail-Adresse. Und mein Nickname bei dem Chat und all diesen Sachen. Sie ist der Weiber-Pimp. Die freut sich, wenn sie zwei braune und hochrangigen Schuhen neben sich hat. Und wie sieht's mit dem Drama um Nadja aus? Wenn Nadja verurteilt werden sollte, wird es sicher schwer werden. Aber ich glaube, die drei würden auch zu dritt weitermachen. Ich finde es traurig, ja. Definitiv. Ihre Gesundheit geht vor und solange sie sich erholt und es ihr irgendwann besser geht. Das ist ihr Leben. Ich meine, da sollte man sich raushalten und gut ist. Wir haben das erfahren und da mussten wir ganz, ganz viel natürlich arbeiten. Die Harmonien, die sie singt, die mussten neu verteilt werden. Die singt jetzt Colin, das ist unsere männliche Unterstützung. Und natürlich auch ist es natürlich auf der Bühne klar auch ein Verlust. Ja? Also die Stimme fehlt, die wird zwar aufgefangen durch Colin, aber es ist natürlich auch in gewisser Art und Weise was anderes. Was ist eigentlich von der Akustiktour zu halten? Wie war das Konzert gestern? Ich hatte mir erhofft, dass es mehr akustisch ist. Dass also wirklich die Musik reduziert ist. Und es war super. Und jetzt ist aber eine 4-Mann-Band dabei und die Musik ist sehr laut. Aber die Songs, die klingen schon. Die klingen schon sehr. Ja, sehr, 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 sehr klein, sehr, sehr, sehr basic, sagen wir so. Die ersten Stimmen, die dann nach dem gestrigen Konzert was gesagt haben, waren einfach, wir haben nie gedacht, dass wir euch endlich mal ganz allein ohne nichts anderes hören werden. Und das war das beste Konzert, das ihr je gegeben habt. Also kommen die No Angels auch ohne Nadja nach wie vor bei ihren Fans gut an. Und nach einem aufmunternden Kniff in Jessicas Po durch Sandy beim Fotoshooting geht's direkt auf die Bühne. I'm trying to love, love, love.